Von Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Es geht nicht um einen Heini, es geht nicht um die Waldviertler Schuhwerkstatt, es geht nicht um die Firma Gehr, es geht um das Bürgerrecht. Es geht um das Bürgerrecht, dass wir uns selber organisieren, dass wir uns selber helfen, wenn wir in Not sind. Und ich glaube, dass das für unsere Gesellschaft eine enorm wichtige Angelegenheit ist. Je mehr die Systeme banken, und sei es das Finanzsystem, das Pensionssystem, das Bildungssystem, das Gesundheitswesen und das Sozialsystem, umso mehr ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass wir in einer laborartigen Situation ausprobieren, wie wir zukunftsfähig, ich würde fast sagen, werden können. Bei dem, wie wir es jetzt sagen, sind wir es nicht. Das hier ist keine Podiumsdiskussion im üblichen Sinn. Eine Podiumsdiskussion ist normalerweise etwas, wo ein paar Leute mit verschiedenen Meinungen dem Publikum vorführen und wo man das dann diskutieren kann. Das ist hier nicht so. Es ist eigentlich mehr, dass wir heute Abend hier zusammen sind zu einer Art, ich würde sagen, zu einer Beratung. Es ist eine Beratung vielleicht ungewöhnlichen Formats, aber es geht um ein gemeinsames Finden von Alternativen. Und die Leute, die hier am Podium sitzen, sind allesamt Leute, die sich mit Fragen der Finanzwirtschaft, mit Fragen, wie man in schwierigen Situationen einen kleinen und mittleren Betrieb weiterbringen kann, beschäftigen, zum Teil, zum größeren Teil aus Situationen, die sie dann gleich schildern werden. Ja, grüß euch, ganz schön oben zu mir. Ich bin der Fred Ebner von der Solaria in Kastorf, Oberösterreich, von Müchel. Ja, wie wir in Kärnten vor ein paar Jahren neu gebaut haben, haben uns 500.000 Euro trotzdem gefällt noch. Was wir gespart haben, es waren 1,5 Millionen Euro zu investieren, aber eine halbe Million hat uns gefällt. Und ich persönlich habe einen sehr guten Kontakt zu unserer Bank live. Ich finde die Leute recht lieb und freundlich und auch sehr entgegenkommen. Das sind wirklich liebe Leute, wo ich ja durchaus persönliche Beziehungen zu denen habe. Die sind wirklich in Ordnung. Nur im System habe ich nie getraut. Im System generell, wenn du bei denen einen Kredit nimmst, ist das einfach eine sehr gefährliche Geschichte aus meiner Sicht. Mit 6% Eigenkapital kriegst du den Kredit, was du willst. Und ich habe dann versucht, mit der Bank verschiedene Sachen zu vereinbaren, aber ich habe gesagt, das geht nicht. Die wollen immer die Besicherung der Unterhosen dennoch haben. Und du weißt dann wirklich nie, wie eine Konjunktur ist, wie das in ein, zwei Jahren ist mit der Rückzahlung. Und ich wollte immer so eine Zeit haben, wo man eine gewisse Zeit aussetzen kann, wann es einmal gerade nicht geht. Das gibt es halt einfach ganz normal. Das war in Wirklichkeit nicht möglich. Das haben wir ganz einfach gesagt zu unseren Mitarbeitern, ja, wir wollen das investieren und bauen. Wenn sie unser Geld leichter wollen, dann bauen wir dieses für uns eine halbe Million Euro. Das hat dann, weiß ich nicht, 7 oder 8 Minuten gedauert, dann haben wir die halbe Million beieinander gehabt. Und die haben wir überhaupt nichts gedacht dabei, dass wir das nicht gehabt. Ja, grüß euch, Reinhard Heiserer, Mitgründer und Geschäftsführer von einer NGO Jugend, eine Welt- und Moskau-Hilfe im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Auch eine NGO braucht Geld. Wir sind eine spendensammelnde Organisation seit 15 Jahren, finanzieren Schulprojekte, Berufsausbildung, Universitäten, Sozialprojekte. Wir sind engagiert im fairen Handel. Wenn wir heute etwas bestellen, faire Fußball oder sonst was, bezahlen wir im Prinzip beim Produzenten bei Auftragsvergabe in Pakistan, bis die Bälle dann bei uns sind.
bis sie verkauft werden können, bis wir das Geld zurückkommen, dauert das einige Zeit. Das heißt, ein Liquiditätspuffer ist für uns sehr, sehr wichtig. Und im Sommer stand eines Tages die FMA bei uns, sie haben sich angemeldet gehabt. Wir haben dann die Tür zugemacht und die Frage war, sind wir alle? Dann hat es geheißen, ja. Dann kam das Diktiergerät auf den Tisch, einschalten. So, wer sind Sie? Bitte Passkopie. Wer sind Sie? Bitte Passkopie. Sie auch, bitte Passkopie. Und das hat sich dann in ein Gespräch Richtung Verhör entwickelt. Und wir glauben, dass wir in Zukunft Modelle brauchen, die für uns leistbar sind. Wir können uns keine Anleihen in Prospektpflicht und sehr, sehr viel Geld leihen. Wir brauchen auch nicht 30 oder 20 Millionen, sondern dort einmal eine Million oder einmal zwei oder einmal 500.000. Das sind Summen, die in einem Verhältnis finanziert werden müssen, wo die Kosten zum Nutzen in Relation stehen. Und dafür fehlen mir derzeit die Fantasie und die Modelle, die es gibt. Und wenn hier Menschen im Fernsehen auftreten und sagen, es gibt Dutzende Modelle, oder wenn der Herr Leitner einen Zettel aushängt, einen Brief, wo steht, nehmen Sie die Modelle, die es gibt. Ich hätte die gern gesehen, was die kosten und wie die uns helfen. Ich glaube, die sind viel zu teuer, sprechen eine falsche Zielgruppe an und sind für uns NGOs und KMUs ungeeignet. Danke. Ja, ich bin Hans Bomberger und Obmann des Bundesverbandes Photovoltaik. Ich habe zwar keine eigene Firma, aber das gleiche Problem bei meinen Mitgliedern oder bei den Bürgern, die der Meinung sind, dass wesentliche Teile unseres Daseins, unserer Gegenwart, aber vor allem unserer Zukunft nicht mehr obrigkeitshörig gelöst werden können. Wir stehen in einigen Problembereichen, das ist die Energieversorgung, das ist die Lebensmittelversorgung, das ist die Wasserversorgung und drüber stülpen möchte ich, das ist auch die Demokratieversorgung. Es ist für mich überhaupt nicht einsichtig, warum sich nicht ein paar Leute zusammensetzen können, sich mit Geld gegenseitig aushelfen, sehr wohl wissend, dass das ein gewisses Risiko in sich birgt, die wollen wir zusammenfassen. Speziell in der Photovoltaik ist es so, dass viele sagen, ja, ich will auch sauberen Strom haben, aber ich habe halt nur eine Mietwohnung oder ich habe keine eigene Fläche. Und dass sie sich zusammensetzen und sagen, bauen wir ein Modell, wo wir unseren Stromanteil selber produzieren können. Und das Wichtigste, was drüber stehen muss, ist, dass wir einen demokratischen Zugang zur Eigeninitiative haben. Wir versuchen uns ja bis ins letzte Detail zu entmündigen. Wir wollen unser Geld gezielt dort investieren, wo wir es für sinnvoll finden. Wir wollen nicht zur Bank gehen und betteln und dann haben wir auch keine Sicherheit. Wir haben keinen Zinsspielraum mehr. Das sagen die einen mit einem schönen Spruch, lieber die Photovoltaikanlage am Dach als die Aktie im Keller. Und alles. Das Schönste an dieser Veranstaltung ist, dass hier sich so eine Gruppe gebildet hat, die sich einfach nicht beugt. Ich habe heute gesagt in der Zeitung, ich sehe den Heini Staudinger als kleinen Robin Hood des 21. Jahrhunderts. Es muss immer Leute geben, die anders denken. Es muss Leute geben, die vorangehen und wir werden mit dir mitgehen bis zur bitteren Neige. Mein Name ist Hans Schaffner, ich bin von der Firma Biohof Achleitner. Ist in Everding, dort betreibt die Familie Achleitner, Ilse und Günther Achleitner, seit mittlerweile mehr als 20 Jahren im Biobetrieb, hat unter anderem das Geschäftsmodell der Biokiste, das wir beliefern als Direktvermarkter, als Plattform für kleine Biobetriebe, Haushalte direkt in Oberösterreich in Salzburg mit Bio-Lebensmitteln einmal in der Woche. Und wir sind dann im Zuge der Erweiterung, wenn das Geschäft sehr positiv angelaufen ist, zur gleichen Situation der Finanzierung kommen. Der Günther Achleitner hat da einen Berater gehabt, den Heinrich Staudinger. Der hat mir das Geschäftsmodell dann auch näher gebracht und seit 2 Jahren sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung, sind sehr zufrieden, auch die Kunden sind sehr zufrieden, haben das Modell ausweiten können und seit mehreren Monaten gibt es auch in Everdinger Briefen der FMA, wo es mehrere Gespräche gegeben hat, auch mit Anwälten. Und die letzten Wochen war eher ruhig und nachdem ich jetzt im Zuge dieser ganzen Diskussionen in der Presse sehr aktiv war, haben wir gestern über die Presse erfahren, durch die Pressekonferenz, dass beim Biohof Achleitner eine Lösung diese Woche anstehen wird. Ist aber in Everding bis jetzt noch nichts bekannt. Und darum ist es eine ganz wichtige Plattform hier, dass die verschiedenen Betreiber solche Beteiligungsmodelle wirklich zusammenführt und sagt, okay, was möchte man? Man sieht, es sind NGOs, es sind
Energie, moderne Energie, Betreiber da ist ein Biobauern da. Also das ist, man sieht ganz genau, es sind Betriebe, die nicht die stärkste Lobby haben. In Österreich. Das werden wir nur sehen. Im Moment. Und darum haben wir gerade im Bereich der Nahrungsmittelversorgung, wie du gesagt hast, ist gerade dieses Biohauszustellung ein ganz tolles Modell, um dem Wahnsinn von der Lebensmittelverschwendung entgegenzutreten. Also ein super Alternativmodell, wo man sehr mündige Bürger dazu braucht, sehr mündige Kunden. Die sind mit unserer Zustellung zufrieden, mit unserer Qualität zufrieden, sind mit dem Beteiligungsmodell zufrieden, wir werden auch zufrieden. Jetzt müssen wir nur mit der FMA überzeugen. Danke. Mein Name ist Andrea Schlehuber, ich bin die Geschäftsführerin von EZA Fairer Handel. Uns gibt es seit 1975 und seit 1992 haben wir Kleinalimentation. Das heißt, bei uns kann man als Privatbürger oder auch als Verein, wie das gewöhnlich machen, eben zu 0, 1,5 oder 3% seine Gelder einlegen. Wir haben derzeit 3,2 Millionen von 725 Leuten und das ist Geld, das wir auf jeden Fall brauchen, weil im fairen Handel ist ein sehr wichtiges Kriterium die Vorfinanzierung. Das heißt, in dem Moment, wo wir einen Auftrag vergeben, zahlen wir an die Produzenten an und wir haben jetzt unsere Kleinwerletzgeber auch schon informiert, dass die FMA uns darauf vorwirft, dass wir ein bankenkonzessionspflichtiges Geschäft betreiben, das wir gewerblich betreiben, was aber gar nicht gewerblich sein kann, weil wir Zinsen zahlen für die Einlage und das Geld aber nicht weiter verleihen und sozusagen keinen Zinsgewinn machen, sehen wir nicht wirklich, wo da die Gewerblichkeit ist. Und die ersten Rückmeldungen waren jetzt die, dass ja, unsere Kleinanlegergeber und Geberinnen gesagt haben, das ist eine Entmündigung des Bürgers, wenn ihnen vorgeschrieben wird, wo sie ihre Gelder einlegen wollen, weil sie wollen sie eben genau der EZA für den fairen Handel geben und nicht den Banken, wo man einfach nicht weiß, wo sie die Gelder eingesetzt werden, ob das für Kinderarbeit eingesetzt wird, ob das für Waffenhandel oder für Spekulationen eingesetzt wird. Und genau aus diesem Grund wollen die Leute uns ihr Geld geben. Und sie wollen sich da einfach auch nichts vorschreiben lassen von der FMA oder von wem auch immer, was sie mit ihrem Geld wann zu tun haben. Albrecht Klebert, Jasmintag bei Freistadt. Ich mache eine ganz kurze Biografie, weil da einiges drinnen ist. Ich bin 1991 Bürgermeister geworden, eher ein obrigkeitshöriger Bürgermeister von der Erziehung her. Bin dann eher in der Region, im Opferbereich tätig geworden, wo wir dezentrale Struktur aufgebaut haben, wo ich das erste Mal so Ecken angefangen habe, wo man nicht mit überlegenen getreu unterwegs ist. Haben dann aus diesem Opferverband einen Energieverein entwickelt, weil uns bewusst worden ist, dass ja der größte Opfer eigentlich gar nicht definiert ist, der was beim Aufbau auszugehen und von den Ressourcen her, nämlich im Energiebereich, lassen wir in der regionalen Wertschöpfung alles liegen, das überlassen wir den Energiekonzerne. Und haben 2005 den Verein Energiebezirk Freistadt gegründet, wo wir sehr ambitioniert, glaube ich, eine starke Bewusstseinsbildung angefangen haben im gesamten Bezirk Freistadt und teilweise darüber hinaus. Und wenn man starke Bewusstseinsbildung macht, damit steigen bei den Bürgern Sehnsüchte und die gehören befriedigt. Und es ist halt bei vielen, die machen selber was und der andere hat die Möglichkeit nicht dazu. Und wir haben erfahren, dass also viele bereit wären, sich zu beteiligen, aber er fällt es noch oder sonst irgendwas. Und dann ist 2011 das Ökostromgesetz gekommen, die Änderung, wo wir gesehen haben, da gibt es eine Chance, dass wir einsteigen in die stärkere Bürgerbeteiligung und haben also dann viele öffentliche Topflächen aufgenommen und eingereicht für die Förderung und haben da ungefähr ein PV-Volumen, Investitionsvolumen ungefähr von 4 Millionen zusammengebracht, dass wir so diese Genehmigungen haben und sind dann auf die Bürger zugegangen, war von vornherein geplant, dass wir mit Bürgern diese Modelle umsetzen. Und das war also sehr gut angelaufen und dann ist Anfang Juni von der FMA ein umfassender Fragebogen kommen innerhalb von 3 Wochen bis ins Detail zu beantworten, haben wir natürlich gemacht, brav wie wir sind,
Ich glaube, also, ich habe ja kein Problem, wenn das geprüft wird und offen umgegangen wird von mir. Das Problem, das wir heute haben, wir haben bis heute keine Antwort. Und wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wenn dann was irgendwo in Schwebe ist, ist es schwierig, da weiterzuentwickeln. Was aber interessant ist, obwohl es jetzt auch in den Zeitungen drinnen ist, es kommen immer noch Bürger und sagen, ich möchte mich beteiligen aus Prinzip. Also, ich komme sehr stark aus dem Energiebereich, außer mir, da muss ich vielleicht nur eins erzählen, was bei mir im Kopf Klick gemacht hat. Es ist ein Wahnsinn, das, was der eine gesagt hat. So kann es nicht weitergehen. Wir haben 2008 in der Gemeinde Windhoek eine Energieausstellung gemacht, die manche kennen, wo wir die Augen aufgegangen sind, wo mir bewusst worden ist, als Energiegemeinde, die schon ein wenig bekannt war und im Biomassebereich total stark tätig sind, wo man bilanziert, wird in der Gemeinde Windhoek Brennholz zu einer waldreichen Gemeinde, weil wir einfach zu viel verbrauchen und da muss man nachdenken darüber, wo es lang geht und habe dann auch die Bürgermeisterei zurückgelegt, weil wir einfach dem Thema mehr widmen will. Unser System schützt sich und die FMA ist ein Teil dieses Systems teilweise, wobei es nicht grundsätzlich negativ reden wird. Wir decken alle total mit Arbeit zu, bis daher sind wir zu, dass wir ja nicht mehr Zeit haben zu nachdenken, diese Dinge. Und wir müssen es ja rausnehmen aus diesem Tempo und nachdenken, um kreativ zu werden. Und die Veranstaltung ist dazu da. Eine Sache wollte ich nur sagen, ich stecke sehr stark im Thema Energiewende drin. Was mir bewusst worden ist, die Energiewende, da braucht man viel Geld, aber das Geld wird die Wende nicht machen. Und da haben die Bürgerbeteiligungsprojekte, es braucht Emotion, es braucht Werte und es braucht das Gefühl, ich bin ein Teil davon. Und diese Modelle müssen wir entwickeln, wenn die Politik sagt, ja, wir brauchen die Wende, dann müssen wir die Rahmenbedingungen ändern, so wie es oben steht. Ich will nicht sagen, Gesetze brechen, sondern wir müssen die Gesetze so machen, dass wir es nicht mehr brechen müssen. Das Wichtigste ist, dass wir eine gute Zukunft gestalten. Und da müssen wir die Gesetze machen und mich freut, weil oft die Gefahr auch ist, dass man da Öl ins Feuer gießt in dieser Diskussion. Und jetzt gehen wir aufeinander los. Wenn ich die Forderung da lese, die ist wirklich war total sachlich. Wir wollen gemeinsam tun, neue Wege finden. Und das sage ich auch, da genügt nicht die am Podium, da brauchen wir viel Leute, da brauchen wir alle dazu, das muss eine breite Bürgerbewegung werden, wo Emotion dabei ist, aber wo auch Sachlichkeit dabei ist. Und da lade ich euch einmal dazu und ich sage danke, dass ihr dabei seid, der verteilt wird. Das, was mir passiert ist, dass ein Kredit willkürlich fällig gestellt wird, der Rahmen willkürlich gekürzt wird, das Warenlager nicht finanziert wird. Das passiert tausendfach in Österreich und wir dürfen nicht vergessen, die Klein- und Mittelbetriebe sind die wichtigsten Arbeitgeber des Landes. Und so ein witziges Detail, ich habe einen Reiker-Chef gefragt, vor 4 Jahre, ob sie bei den Lehman Brothers ein Geld verloren haben. Hat er gesagt, nein, aber aus einem Irrtum. Sie haben nämlich die AAA-Bewertung der Lehman Brothers gesehen, haben gesehen, da gibt es 12%ige Renditen. In Grundnummer hat es in der Bank schon die Entscheidung gegeben, dass kaufen sollen. Und der es machen hätte sollen, hat unabsichtlich vergessen. Die Reiker hat trotzdem einen Haufen Geld verloren. Und eben das Phänomen, das muss man sich eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist so, das Geld fließt aus allen Krisenregionen dieser Erde ab. Und je schärfer die Krise, umso sicherer fließt es ab. Und wenn die Krisenregion Tansania heißt, selbstverständlich liegt dann das Geld in der Schweiz und auf die Kanalinseln und in der Karibik, aber sicher nicht in Tansania. Das ist dieses System, wo Geld immer nur auf der Suche nach der höheren Rendite ist. Und in Wirklichkeit ist Geld ein Werkzeug, das uns helfen soll, ein ordentliches Leben zu führen. Der Aristoteles hat gesagt, das gute Leben. Und der immer voll Chor sagt mit dem Waldviertler, regional, Währungsgeld,
Das gute Leben ist möglich und das gute Leben ist nur möglich, was wir probieren. Mit dem Konkurs der Lehman Brothers, das war quasi der Startschuss zur weltweiten Finanzkrise, mit dem Konkurs der Lehman Brothers ist unser Geschäft explodiert. Wir haben seit damals die Umsätze mehr als verdoppelt und haben auch den Belegschaftsstand mehr als verdoppelt. Und im Grunde genommen ist es sonnenklar, warum das Misstrauen zur globalen Wirtschaft ist explodiert und das Vertrauen zur Regionalität, wo ich spüre, wo ich daheim bin, ist gewachsen. Und heute ist ein besonderer Tag. In ganz Europa ist demonstriert worden gegen diese bankenhörige Politik, wo die Banken mit Milliarden versorgt werden, aber die Leute, zum Beispiel in Griechenland, nichts von diesen gigantischen Unterstützungen gekriegt haben. Heute sind in Spanien und Italien unzählige Leute verhaftet worden in Straßenschlachten. Und ich sage, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder das eskalieren lassen und nachher schauen, was aus der Explosion überbleibt, oder vorher Versuche zuzulassen, nicht zu verfolgen, sondern im Gegenteil sie zu fördern. Und in Spanien und Italien hat es geschneuzt heute. Die Hypo Alpen Adria hat weitere 1,5 Milliarden Euro geschenkt gekriegt, die mir bitte zahlen sollen. Die FMA sagt, sie fürchtet, dass sie geklagt werden kann, wenn irgendwann Einlegerinnen bei uns ihr Geld verlieren. Und jetzt sage ich, nein, wir möchten der FMA gar keine Unannehmlichkeiten machen. Wir möchten, dass alle Leute, die uns Geld borgen, einen Zettel unterschreiben, dass sie auf den Schutz durch die FMA verzichten. Was Spanien anlangt, ich glaube, das wird bei uns viel zu wenig berichtet. In Spanien sind in den letzten Monaten fast eine halbe Million Familien auf die Straße gesetzt worden, also 8 Millionen Leute, kann man mittlerweile sagen, weil die Banken Rechte haben über Wohnungen in einem Ausmaß, also aufgrund von einer bestimmten Gesetzeslage, und es gab bereits mehrere Selbstmorde. Also das heißt, es geht uns hier noch sehr gut, wir haben noch eine sehr gute Situation, eine sehr, was soll man sagen, stabile Situation. Wie stabil sie wirklich ist, kann man nicht recht abschätzen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es wirklich sehr wichtig ist, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie kann das Schiff denn weiterfahren, ohne dass es untergeht. Und untergehen ist nichts Gutes. Ich möchte bei dieser Gelegenheit sozusagen uns allen und der ganzen Republik Österreich mit allen ihren großen Institutionen gratulieren zu diesem Glücksfall, dass gerade der Heini, dass gerade den Heini da erwischt haben. Also entweder, er kommt auf zwei Wege jetzt zum Nationalrat, der Ball. Der eine Weg ist eben möglicherweise über die Verfassungsgerichtsbeschwerde und der zweite Weg, oder eigentlich der erste Weg ist der über diese parlamentarische Bürgerinitiative. Und natürlich auch, denke ich, kommt er vielleicht überhaupt über die öffentliche Meinung und in die ganze Diskussion, die jetzt herrscht, dass da vielleicht eine Entschuldigung kommt. Abschließend noch ein paar Klarstellungen, warum, weil dem Heini und auch den anderen wahrscheinlich, wenn es intensiver in der Konfrontation reingeht, immer vorgeworfen wird, warum macht es denn nicht die gesetzlich legalen Lösungen, warum macht es nicht sozusagen Anleihen oder warum macht es keine Genossenschaft oder warum... Die Legislation und so weiter und so fort. Ja. Also diese Sachen sind deswegen nicht geeignet, weil man noch ein Kapitalmarktgesetz auch ein aufwendiges Verfahren hat. Man muss ein sogenanntes Prospekt erstellen. Ja. Da muss da wissen Wirtschaftsfreunde, ganz spezielle ausgewählte Wirtschaftsfreunde oder ganz spezielle Großbanken. Wieder bei den Banken müssen da Prüfungsgutachten ausstellen. Und das kostet also doch viele zigtausend Euro normalerweise. Und das ist natürlich in diesem kleineren Rahmen absolut natürlich nicht, das geht nicht zusammen. Es geht darum, mehr Möglichkeit für Bürgerselbstorganisation zu schaffen. Das ist ein Gebot der Stunde. Und das ist, ich finde, was Besseres kann
uns als Republik Österreich kann unserem ganzen Bankwesen, unserer ganzen Finanzwirtschaft überhaupt nicht passieren. Normalerweise ist immer so toll die Wettbewerbsfreiheit in aller Munde und plötzlich soll da ein geschlossenes System aufrechterhalten, was sich irgendwie aus der Vergangenheit herauskristallisiert hat. Und genauso geschlossene Systeme, also die ein bisschen Tendenz zur Totalität haben, ja, die brauchen solche Leute, die sagen, so und jetzt tue ich da nicht mit. Ja. Und ich finde wunderbar, ich muss dann noch gratulieren, Heine, dass du das geschafft hast. Was ich jetzt mitnehme von diesen Wortmeldungen ist auch, dass wir eigentlich einen sehr großen Schritt vorwärts in Richtung Demokratie gemacht haben in den letzten 20, 30 Jahren. Einen größeren, als uns vielleicht selber bewusst ist, und sicher einen größeren, als dem System Österreich so ganz klar ist. Weil sonst würden solche Schwierigkeiten erstmal gar nicht entstehen, wenn es klar wäre, dass es eine Bürgerbeteiligung gibt, dass das nicht ein verwaltetes Feudalsystem ist, in dem wir uns bewegen. Madeleine Petrovic, in der Funktion GEA-Beteiligte und Freunde. Ich bringe erstens einmal eine parlamentarische Anfrage, die es jetzt schon gibt und die da auch Klarstellungen schaffen soll. Und ich würde gern auch meine sehr persönliche Emotion als Juristin dazu einbringen. Mich macht es absolut wahnsinnig, dass mir irgendwer glaubt, mitteilen zu können, was ich für einen Vertrag mit dem Heine abschließe. Noch haben wir in Österreich das Prinzip der Vertragsfreiheit. Ich habe viele Jahre im römischen Recht unterrichtet und die Privatautonomie ist mir absolut heilig. Und ich wollte keinen Bankenvertrag schließen. Ich glaube, wir wollten das nicht. Ich will so irgendwas, wie könnte man vielleicht einen ökologischen Regionalvertrag schließen. Und ich habe jetzt etwas für den heutigen Abend vielleicht atypisches Schuhwerk an. Das sind nämlich meine Zinsen, die ich bekommen habe. Die sind übrigens ganz super, diese Schuhe. Ja, das ist wirklich was Tolles. Ja. Und überhaupt für Leute, die zu kalten Füßen tendieren, aber nicht aus Angst, sondern so. Und da kriegt man nämlich solche Gutscheine und wenn mir wer sagt, ja, das ist ein Bankvertrag, dann sage ich, ich kriege das, glaube ich, weder bei der Bank Austria noch bei der ersten Österreich. Ja. Ich will aber sowas. Und ich bin nicht bei dem Biohof beteiligt, aber es gibt was anderes auch im Osten, den Adamer, da kriegt man als Zinsen Gemüsekisten. Und das kriege ich auch nicht bei irgendeiner Geschäftsbank. Und es gibt aber viele Leute, so wie ich, die wollen das. Und ich sage, das ist ein Vertrag sui generis. Ich möchte den so abschließen, ich möchte mich auch sonst, auch das Wort Emanzipation kommt aus dem römischen Recht und heißt sich aus einem Gewaltverhältnis herauslösen, nämlich aus der väterlichen Gewalt. Und wir möchten uns auch aus der staatlichen Gewalt, dort wo es um meine privaten Rechte geht, herauslösen. Und da sage ich da in die Richtung der FMA, fürchtet euch schon, weil ich werde jetzt juristisch auch sehr kreativ sein, weil wenn mir jemand Schaden zufügt, dann werde ich mich zivilrechtlich wehren und das kann sehr unangenehm sein. Dort, wo ich einmal Schutz hätte wollen, ja, ich habe auf meine Politikerinnenpension verzichtet und gegen meinen Willen ist das in eine Pensionskasse, was da angespart wurde, hineingegeben worden. Dort weiß ich nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass es immer weniger wird. Und ich würde dieses Geld liebend gern solchen Institutionen geben. Und für das werde ich jetzt kämpfen. Die logische Schlussfolgerung aus dem, was da jetzt passiert, ja, ist die, dass man bei der aktuellen Forderung nach einer Demokratiereform, die im Raum steht, die der Verfassungsgerichtshofpräsident auch fordert, dass man bei dieser Demokratiereform, wir haben da ein Recht mitzusprechen. Ja? Das ist die meisten Leute nicht bewusst und vor allem die Parteipolitik würde es noch nicht ganz wahrhaben, aber wir haben tatsächlich da ein Recht mitzusprechen. Und am Beispiel in Island, die Damen und Herren in Island haben sie einer Verfassungsgesetz, also eine Verfassung selber in einem Bürgerbeteiligungsprozess weichgeschrieben. Und es gibt jetzt eine Initiative, die nennt sich IG Demokratie, die dort versucht, Demokratieinitiativen zu vernetzen
und einen Bürgerbeteiligungsprozess in die Wege zu leiten, der eine Demokratiereform von der Bevölkerung generieren will. Dass man eben diese Gesetze, von denen da oben die Rede ist, nicht nur brechen soll, sondern es darum geht, dass wir ein Recht haben, dass wir die mitgestalten. Ja, danke. Ich möchte mich noch einmal anschließen an die Meinung von Herrn Distelberger. Wie ich den ersten Zeitungsbericht gelesen habe von der Kronenzeitung, habe ich mir auch gedacht, da haben sie jetzt genau den richtigen erwischt. Ich bin zuständig für die Firma Rheinsaat, ein Saatgutunternehmen, was vor 14 Jahren gegründet wurde. Einige kennen das von Ihnen, also die Menschen, die hier kennen, kennen uns auch. Das war eigentlich aus dem Blauen heraus. Nicht nur gegen Monsanto reden, sondern tatsächlich etwas tun. Ja. Wir sind das einzige Saatgutunternehmen, was biologisch arbeitet, was samenfeste Sorten produziert, die man nachbauen kann. Und keine Hybriden und keine Gentechnik und keine Biotechnologie. Und ich denke, das ist doch etwas, wo ich Menschen einladen darf. Mein Name ist Wolfgang, ich komme aus Tirol. Ich bin heute angereist, weil eigentlich mich die ganzen Punkte, die heute da aufgezeigt worden sind, sehr stark bewegen. Ich bin also Geschäftsführer in einem Handwerksbetrieb mit 100 Mitarbeitern, also ziemlich ähnlich gelagert wie der Heini. Und mich verfolgt eigentlich seit 36 Jahren genau das Gleiche. Und wie ich heute hergefahren bin von Tirol, habe ich mir Zeit gehabt, ein bisschen Radio zu hören. Und dann habe ich das gehört mit den 1,5 Milliarden, was die Altmaria Bank wieder kriegt. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wissen die Leute eigentlich von der Finanzmarktaufsicht überhaupt, was 3 Milliarden sind? 3 Milliarden haben die nämlich verzockt mittlerweile. Und jetzt weiß keiner, wo das Geld umgeht. Das ist fort. Es gibt keinen Gegenwert, oder? Also ich sage halt, wenn die Altmaria das an die mittelständischen Unternehmer in Österreich vergeben hätte, die Kredite, dann hätten sie regional wahnsinnig viel bewegt, hätten mittelständische Unternehmen abgesichert, hätten irrsinnig viele Arbeitsplätze geschaffen und wir hätten das, wo die Politiker immer davon reden, regionale Wertschöpfung, regionale Stärkung in einer EU, hätten sie da Rechnung getragen. Sie haben es nicht getan, sie haben es im Ausland verzockt. Oder? Und da muss ich sagen, da muss das Steuer und die FMA wäre vielleicht besser beraten, die Steuerberater, die Steuerzahler vor den Banken ein bisschen zu schützen. Das wäre vielleicht aufwendiger, weil ich glaube, mir, ob es der Hein ist oder ich oder ganz wie die Frau vor allem mit dem Saatgut, ich glaube, wir wissen, wie wir mit dem Geld umgehen und die Leute, die uns das Geld geben, die wissen auch, wo sie es anlegen, weil sie das Vertrauen zu uns haben. Danke. Das Ganze hat angefangen, bis du dich da mit der Waldviertler-Währung stark gemacht hast. Da hat das angefangen, weil es ums Geld gegangen, da geht es an die Eier. Und das ist jetzt einfach eine Konsequenz aus dem Ganzen, es geht weiter um die scheinbar wichtigste Sache, nämlich um die Liebe, die wir durchs Geld ersetzt haben. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Holger Ulig. Ich bin der Industrie- und Verkehrssprecher einer kleinen Partei, der Freidemokraten. Aber ich mache heute überhaupt keine Parteiwerbung. Ich bin nebenbei auch Tierarzt. Das erscheint etwas komisch, aber ich bin etwas vielschichtig, sage ich einmal. Und ich wollte nur ermuntern, dass das, was der Staudinger gemacht, das absolut Richtige ist, und das absolute Credo, das wir haben sollten, steht hinter ihm auf dieser großen Plakatwand. Denn eines muss uns allen klar sein, dieser Staat ist mittlerweile ein geldsaugendes Ungeheuer geworden. Und die Junta, die hier ihre Kettenhunde auf die Leute loslässt, hat jede Legitimation verloren. Es ist bitteschön, und das wollte ich hier nur ermuntern, sie haben jedem, und auch die Frau Petrovic hat es gesagt, sie wird Widerstand leisten, juristisch, und sie haben jedes Recht dazu, Widerstand zu leisten. Denn denken Sie einmal daran, dieselbe FMA, die hier den Herrn Staudinger angreift, diese selbe FMA ist die, die die ganzen Mutmaßlichen, Sie erinnern sich vielleicht, da gab es diesen Herrn Betrügovic, oder wie der da geheißen hat, der hat da mit den Immobilien die Leute geschädigt, Anlagebetrug, Gebührenreiterei, Schachtelfirmen, bis heute nicht einmal ein Prozess. Jahrelang hat die FMA diesen Leuten zugeschaut. Wir denken an die Sachen, Namen wie Meinbord und andere mutmaßliche. Sie alle, von der Hypo-Hyper-Adrian hat schon gehört, haben unter den Augen dieser genau selben Leute agiert. Und deshalb meine Ermunterung, Sie haben alles Recht zum Widerstand. Machen Sie es und Sie haben sicher die Unterstützung der Mehrheit der Österreicher. Danke. Ich möchte ein bisschen was beitragen.
wie die Diskussion auch wirklich letztendlich zu einem positiven Mehrwert führen kann. Bürgerbeteiligung, wir selber vielleicht kurz das WEB Windenergie, wir haben bis zu 50 Millionen Euro in etwa von Bürgerbeteiligung. Wir haben Windkraftanlagen gebaut und ich bin absolut gefreut, dass der Alfred Kleppertsch klar gesagt hat, Energiewende, ich vertrete hier die Energiewende, bin Alfred Kleppertsch und den anderen Akteuren, bin Heine hier am Dach. Energiewende funktioniert absolut nur. Und sie ist gut im Weg in Europa, aber sie funktioniert nur, wenn es die Menschen anpacken. Ich möchte ein bisschen was beitragen, wie die Diskussion auch wirklich letztendlich zu einem positiven Mehrwert führen kann. Ich bin selber, ich kenne die Räume, von der der Heide Staudinger gesprochen hat und so weiter, ich kenne die Kultur, die Art des Verhöres und so weiter. Ich werde Ihnen dann kurz sagen, wie das abgelaufen ist. Und ich glaube, Heine, du hast was Interessantes gesagt mit dem T-Shirt, wo der Engel draufstehen wird, fürchte dich nicht. Ich glaube auch, wie Sie, Herr Distelberger, gesagt haben, dass hier sicher eine Organisation am Werk ist, wo wirklich sehr viel Angst ist. Die Angst, Menschen beschützen zu müssen in dieser ganzen Bankgesetz-Thematik, Kapitalmarktgesetz-Thematik. Und ich glaube persönlich, wenn man nur in dieser Welt tief abtaucht und draußen die Lehman-Pleitens erlebt, die Hypo-Alpe Adria, kurz zusammengerechnet, wir alle zusammen werden den Spaß mit ungefähr 600.000 Euro unterstützen müssen, der heute über den Tisch gegangen ist, nur dass wir persönlich ein bisschen eine Größenvorstellung haben. Ich glaube, diese Angst, die ist zutiefst drinnen und die greift einfach dort zu und wir brauchen Methoden und da sind hier wirklich die Entscheidungsträger dieses Staates aufgefordert, dass niemand Gesetze brechen muss und Gesetze übertreten muss. Aufgefordert, hier Rahmen zu schaffen, dass wir Bürgerbeteiligung, wie es seit jeher, in Wahrheit hat es ja Bürgerbeteiligung seit Jahrhunderten gegeben, machbar ist. Das braucht man dringend und ich stehe auch von unserem Unternehmen mit voll hinter der Situation, dass man hier diese Situation auch für eine bessere Gesellschaft letztendlich auch nutzen können könnte. Ich möchte lernen, diesen wunderbaren Satz wirklich ernst zu nehmen, wie oben so unten. Dass ich einfach weiß, dass nichts da oben mir was tun kann und ich nicht da unten bin und irgendwie verloren sein könnte. Ich kann das gut nachvollziehen, dass da jetzt sehr viel Aufregung, Aggression, Wut, Trauer, Schmerz, alles da ist. Aber ich möchte jetzt mich an dich wenden. Ich kenne dich sozusagen über deine Schriften, über alles schon seit Jahrzehnten. Und mir ist das ganz klar, dass sich das Bewusstsein so weit entwickelt hat in deinem Umkreis, in deinem Feld, dass das jetzt passieren kann. Und ich gebe dir die hundertprozentige Unterstützung meiner Seelenheit, meines Seelenwesens. Und ich weiß, dass alle zusammenhelfen, bist nicht alleine. Das ist einfach eine große Absicht von einer viel höheren Absicht, dass wir uns das jetzt vorstellen können, dass genau in deinem Feld das jetzt passiert und du hast alle Unterstützung. Ich glaube, wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass wir was erreichen können. Zum Thema Veränderung, wenn wir uns erinnern, es ist schon einmal etwa in den 80er Jahren, glaube ich, in Österreich die Welt untergegangen, als die Gewerbeordnung geändert werden musste, soweit ich mich erinnern kann. Da gab es auch einen Gebietsschutz für Totengräber, für Rauchfangkehrer und so weiter. Und der ist gelockert worden und was ist passiert? Danke. Gestern war ich bei 6 Bürgermeistern in unserer Region, im Raum Wolkersdorf, und habe den Weinviertler vorgestellt, der bereits in Druck ist. Und es freut mich, dass der Samen vom Waldviertel bis ins Weinviertel getragen wird und dort auch jetzt aufgeht. Dankeschön. Ich wollte darauf hingehen, nicht nur, dass man Geld verleihen kann, sondern man kann auch Geld verschenken für eine gute Sache. Und vielleicht, dass man das auch dort mit hineinnimmt in diese ganze Denkensweise, dass man auch Geld verschenken darf, ohne dass es zu großen Einbußen gibt.
Und wir bekommen auch Geld geschenkt von Leuten und gerne würden viele ihr Geld auch uns leihen, aber zurzeit ist das schwer möglich. Danke. Dass es der Heini erwischt hat, freut mich ganz besonders, denn in der Krise sind nämlich große Schritte manchmal leichter möglich wie kleine. Und was wir dringend brauchen, ist genügend Zeit von Menschen, die gut lesen können, die sich im Internet auskennen und hier recherchieren, wie Geld eigentlich funktioniert, wie es zum Wohle aller sehr viel besser gestaltet werden könnte. Ich sage jetzt nur drei Webseiten, die man sich gut merken kann. Unter www.geldreform.de gibt es immer wieder neue Filme zu diesem Thema. Unter www.wirgemeinsam.net finden Sie das Buch Neues Geld, Neue Welt von Tobias Plettenbacher. Ist ein Bestseller, den man sehr gut lesen kann, die letzte Auflage 2011. Ja, ich glaube, das ist schon gut. Meine Idee ist, ja, wie es die Zukunft vielleicht richten kann, dass man Win-Win-Situationen schafft. Einerseits die Behörden ein bisschen schlecht, weil sie kein Geld mehr haben, und andererseits die Unternehmen stärkt, weil sie die Bevölkerung stärkt. Ich habe gesagt, nicht nur gegen was auftreten, und ich habe kurz vor Weihnachten 2002 vor der Volksoper in Heinendorf und habe gesagt, ja, da gab es ja Dachin. Und da haben wir das entwickelt und 2003 für mich symbolisch zum Frühlingsbeginn ist der Anteilschein Nummer 1 von Josef Prokal gezeichnet worden und drei Monate später zur Sommersonnenwende sind 19 Uhr am Dach gewesen. Und es ist ein sehr großes Geschenk, dass wir die Sonne in ihrer Vielfalt nutzen. Und wollte für den Energiestammtisch, wir treffen uns seit 11 Jahren. Und zum 10-Jahres-Jubiläum haben wir unter dem Motto, da drüben ist die Schremser Brauerei, Energie ist unser Bier, auch ein Beteiligungsprojekt gemacht. Ich bin zuversichtlich und wie gesagt, Krise ist Form Chance. Nutzen Sie einfach, danke. Bestimmt kennen die meisten von euch die Geschichte mit dem Kind, das gesagt hat, der Kaiser ist nackt. In diesem Sinne wollte ich alle Anwesenden auffordern, bitte aufzuwachen und aufhören zu glauben, dass Banken Geld verleihen. Bitte wacht auf. Das ist ein Märchen, es ist überholt, das stimmt nicht mehr. Vielen Dank. Die Lösung ist für mich eindeutig, dass sie muss sehr einfach sein. Die Lösung ist einfach, dass klargestellt wird, dass wenn sich Unternehmen Darlehen aufnehmen aus ihrem Netzwerk, aus ihrem Kundenkreis, wenn sie NGOs Darlehen aufnehmen aus dem Kreis ihrer Förderer und Unterstützer, dass das ganz eindeutig kein Bankgeschäft ist, dass es einfach ausgenommen ist. Das ist meiner Meinung nach klar, das gilt es anzustreben. Aber der Fokus jetzt sollte einfach nur darauf gerichtet werden, das Bankwesengesetz da klar zu, also klarer zu machen und da sozusagen eine Tür aufzumachen, schlicht und einfach diese Tür aufzumachen. Ja, wie kann das funktionieren? Rein so von der Vorgehensweise her, ich setze doch die größte Hoffnung da in eine Novelle, also in eine parlamentarische Novelle. Und wie kommst du zu so einer Novelle? Also ein Schritt ist heute sicher ein Anfang, ein guter Anfang gemacht, das klar gemacht, wir kommen an einem Mittwochabend, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt sind, 300, 400 und sowas, ja, fahren extra ins Waldviertel nach Schrems zu diesem Thema. Das ist also natürlich schon ein ziemlich starker Ausdruck und es wird ja auch in den Medien berichtet werden. Und es wird auch natürlich diese Situation, die jetzt ist, was der Heini, das glücklicherweise eben der Heini beteiligt ist, habe ich schon gesagt, aber diese Situation ist auch ein Glücksfall insofern, als es einfach eine gewisse Spannung aufrechterhält. Und solange das nicht gelöst ist, ist auch viel Potenzial da, dass Gespräche zustande kommen, eine Lösung zu suchen. Und da hoffe ich sehr, und ich finde schön, dass die Frau Petrovic da ist, und ich hoffe, dass noch mehr Vertreter von politischen Parteien diese Sache aufnehmen
Und weil ich glaube, es braucht also eine sehr überparteiliche Vorgehensweise, weil eigentlich ist dieses Thema etwas, wo ich kaum überhaupt nicht vorstellen, dass eine Partei sagt, nein, das wollen wir nicht, oder da müssen wir jetzt der Finanzmarktaufsicht helfen, dass sie auch nicht ihre Autorität verliert. Also irgendwie riecht es so stark danach, dass da was gehen müsste, wie man so schön sagt. Ja? Weil sonst gehen wir zum Verfassungsgerichtshof, haben wir gesagt, ja, und es haben sich schon einige angeboten, also ich finde, wenn da rundherum noch einige Juristen im Saal sind, sie sind alle herzlich eingeladen, da mitzudenken. Ich finde, also wir werden da ein richtiges juristisches Power-Team zusammenbringen. Ja, vielen Dank. Also ich hoffe, dein Wort in der Zukunft auch. Es mögen viele Generationen sich da noch weiter nicht nur darüber diskutieren, sondern diese Beteiligungsmodelle noch weiterentwickeln, weil das ist ja erst der erste Schritt, denke ich mal. Vielleicht darf ich jetzt nochmal um Statements bitten. Ja, ist ein wunderschöner Abend. Das ist viel Liebe heute da. Geht nicht nur ums Geld. Das ist schön. Dankeschön dafür. Wenn ich richtig informiert bin, dürfen wir Banken, weil sie einmal Lizenzkraft haben, Geld aus dem Nichts schöpfen. Weil ich es richtig mehrfach gelesen habe. Einfach im Computer einschalten, 100.000 eintippen und das nennt man dann schöpfen. Die machen Prospekte, Fachleute für die Lehman Brothers, dann ein paar Monate bevor die im Wochenende schwimmen, geben sie denen einen Treffel eh. Und von denen sollen wir uns Prospekte teuer zahlen lassen, oder teuer aus deinem Geld machen lassen. Also das packe ich euch hinten vorne. Ne? Für den täglichen Warenfluss und Dienstleistungsfluss auf der Welt braucht man 25 Milliarden Euro pro Tag. 2200 Milliarden Euro wird täglich spekuliert. Das ist 99-fache. Das ist, haben wir heute im Gerät und ich möchte das Thema nicht dazu bringen, weil ich bock das nicht, dass das nicht mit 1% besteuerbar ist. Jeder von uns zahlt 20, 30, 40%, 50% Steuern und das kann nicht mit 1%. Wir haben alle benannt. Technisch die Staaten, keine Probleme mehr, jetzt braucht ihr ein Protokoll. Und wir haben es ja nicht mehr erleben. Wir sind Spanien und Österreich, ob wir so gut dastehen, bezweifle ich stark, weil wir, was ich weiß, gerade noch die Zinsen da zahlen für die Kredite, was wir haben. Und in Deutschland genau das Gleiche. Und wenn dir was Gescheites einfällt, dann dazu einen aufholen, war eine feine Sache. Nachdenker aktiv werden, fordern und einfordern. Wir haben der Finanztheater, wir haben der Wirtschaftstheater und wir haben das wahre Theater, was wir noch kriegen werden, das Klimatheater. Das, von dem reden wir nicht mehr, weil wir mit Finanz und Wirtschaft so beschäftigt sind. Das wird das wahre Thema, was uns beschäftigen wird. Mit dem derzeitigen westlichen Wirtschaftssystem, ja, da gebe ich dir 100%ig recht und die anderen tollen Leute, was heute geredet hat, fahren wir gegen Mauer. Also da mal was. Danke. Ist für mich ein Punkt, der immer wieder rauskommt und als Spendenorganisation leben wird, und der heißt Vertrauen. Ohne Vertrauen würde niemand unserer Spender, den 12.000, die wir haben, uns Geld schenken, Geld geben, Vertrauen, dass wir das einsetzen in Afrika, Asien, Lateinamerika. Dort funktioniert es, bei den Darlehen ist es verboten. Das ist eine große Schwierigkeit, das zu verstehen, und das verstehen auch unsere Spender nicht. Und wir haben keine tausenden Anrufe gekriegt und keine tausenden E-Mails, aber doch einige, die angerufen haben und gesagt haben, dass wir hier was tun sollen, und wir werden an dieser Sache dranbleiben mit allen, die uns unterstützen. Das heißt, Vertrauen ist die Basis in der Geschichte, und ich glaube nicht, dass Regelungen dieses Vertrauen verbieten können sollten. Der Punkt 2 dazu wäre zu sagen, dass die Leute, die gerne auf die Bankgarantien Vertrauen, die das wollen, können das ja auch machen. Es sollten aber die Leute, die sagen, sie vertrauen uns als Organisation, euch als Unternehmen und die dort investieren, dass die eine Möglichkeit haben, diese Beteiligung auch zu machen, und dafür braucht es Rechtssicherheit. Und diese Rechtssicherheit ist im Moment nicht gegeben. Es gibt eine große Unsicherheit. Man weiß nicht, was geht, was ist erlaubt. Man weiß nicht, was ist eine Bank, was ist keine. Es steht im Bankengesetz nicht genau drinnen. Man weiß nicht, darf ich jetzt mit einem Freund ein Geld borgen oder darf ich keins borgen. Wenn ich es zweimal borge, ist ein Problem.
Bankengesetz so formuliert, dass das nicht definiert ist. Es gibt Länder in der EU, wo das viel klarer definiert ist. Wann beginnt ein Bankgeschäft, wann beginnt es oder wann hört es auf? Und dann würden wir einfach gerne wesentlich mehr Sicherheit und Rechtssicherheit haben. Es geht mir auch nicht um die FMA. Die FMA ist die Stelle, die mir schreibt. Ja, die Politik ist groß, ich kann mich an Abgeordnete wenden und an Parteien, aber die FMA erfüllt etwas. Und ich glaube, der Anspruch oder die Ansage geht an die Politik, hier etwas zu verändern. Wir haben es schon gehört. Und ich bin froh, dass sich auch in Wien derzeit ein Netzwerk bildet und die Kollegin Marion Völcher, die dort hinten sitzt bei den Kammerräten dabei, wo sich Leute zusammentun, um genau diese Initiativen zu bündeln, und die Anregungen, die heute kommen, werden dort sicherlich Einfluss oder hineinkommen. Der Punkt Kosten-Nutzen-Verhältnis, glaube ich, auf den muss man immer wieder hinschauen. Für kleine NGOs, für kleine KMUs kann es nicht sehr, sehr teuer sein im Verhältnis zu dem Geld, das man aufnimmt. Ja? Die Kosten, wie wir gehört haben, Prospektpflicht, 100.000 und sowas, unmöglich. Ja? Wenn ich nur 500.000 Euro brauche, das Verhältnis, das geht sich nie im Leben aus. Und zum Schluss ein Danke dem Heini für die Möglichkeit, das auch darzustellen, dass es eben nicht nur KMUs betrifft, sondern auch ganz andere Gruppen. Und es sind heute nicht genannt worden Pfarren, es sind nicht genannt worden Vereine, die Bienenzucht oder Fußballvereine, wo sich Leute zusammentun, was tun und. Es gibt unzählige Gruppen, die noch betroffen sind. Und ich hoffe, dass sich da was tut. Von daher danke, danke für dein Engagement und danke euch allen, die ihr das unterstützt. Vergesst nicht. Ich glaube auch, dass wir in erster Linie jetzt mal selber einen ganz klaren Weg entwickeln müssen mit den Juristen zusammen, wie so ein Zukunftsbild ausschauen soll, das für uns alle brauchbar ist, für alle Bürgerinitiativen, für alle Gruppen, die sich zusammenschließen, für die Lebensmittelhersteller, für die Wasserbereitsteller, für die Energiebürgerinitiativen und alle diese Gruppen. Was ist unsere eigene Rolle dabei? Darüber habe ich viel nachgedacht, nach doch einigen Jahren Auseinandersetzungen mit dem System. Wir brauchen die Energiewende, und zur Energiewende gehört eine andere Form der Lebensmittelversorgung, ein anderes Bankenwesen, ein anderer Umgang mit Geld, eine andere Energiebereitstellungsebene. Und dazu habe ich am Wiener Südbahnhof auf seiner Säule einen Spruch gesehen von Antonio Gramsci, einem italienischen Philosophen, der gesagt hat, wenn eine Krise ist, dann, wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. Wir haben die Krise, denn das Alte stirbt, das ist nicht mehr tragfähig. Das haben wir heute hier alle wirklich zelebriert und erkannt. Was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle ist nicht, dass wir die Sterbehelfer für das alte System sind, sondern dass wir unsere Kraft dafür verwenden, Geburtshelfer, das Neue für das zukunftsfähige System in der Zukunft zu sein. Egal, was für Gesetze es jetzt gibt, glaube ich, die Aussage ist falsch, wenn es das Gesetz geben sollte. Machen wir keine großen Sorgen, dass sich da nicht etwas ändern wird oder ganz sicher was ändern wird. Wie schon mehrere gesagt haben, mit dem Heiden Stalin ist der richtige Mann am Werk, der es umstoßen wird. Die meisten Sachen sind jetzt gesagt worden. Ich muss für mich nur ganz sagen, ich bin eigentlich schwer beeindruckt von dem Abend. Nicht nur von Podiumsdiskussionen, sondern auch von den Meldungen von den Teilnehmern, von der ganzen Diskussion. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, was für Energien im Raum steckt. Und es ist wirklich also ein ganz toller Abend. Jetzt schon gewesen, und das haben wir, bevor der eine das Abschlusswort gesprochen hat. Also ich denke, mit der Energie und mit der Bürgerinitiative, was es da gibt, und mit der ganzen Wollen, und ob das jetzt die Nahversorgung ist, ob das die Energieversorgung ist, ob das eine generelle Umstellung des Lebensstils ist, dann braucht man jetzt im Waldviertel vorhanden ist, braucht man sich keine Sorgen machen. Das war wirklich, also ich freue mich einen ganz einen extrem guten Gefühl nach Oberösterreich Kultur, und ich hoffe, dass es in Oberösterreich so möglich ist. Ich habe von dem Abend heute nicht so viel erwartet, aber wie schon gesagt, nicht nur von der Podiumsdiskussion, aber speziell vom Publikum und von den Diskussionen, von den Persönlichkeiten, die so gesprochen haben, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Danke. Ja, unsere Rechtsanwältin
gesagt, eine Möglichkeit im Rahmen des gesetzlichen Rahmens, also der gesetzlichen Vorgaben, wäre die sogenannte Nachrangigkeitsklausel, die da besagt, dass eben im Insolvenzfalle die Kleindarlehensgeber und Geberinnen nachrangig bedient werden, das heißt nach allen anderen und speziell auch nach den Banken. Das ist der gesetzliche Rahmen. Die FMA, die vorgibt, die Gläubiger schützen zu wollen, würde, wenn sie das akzeptiert, natürlich zu einer massiven Benachteiligung dieser Leute beitragen. Wir haben in der Vergangenheit teilweise schwierige wirtschaftliche Situationen hinter uns gebracht und es waren gerade die kleinen Darlehensgeber, die bei uns geblieben sind und nicht die Banken. Und von dem her finden wir die Initiative super, Heini, und ich möchte aber anregen, also ich glaube auch, dass man das jetzt auf politische Ebene bringen muss, weil im Rahmen der FMA und der bestehenden Gesetzgebung da nichts mehr zu machen ist. Es braucht eine politische Lösung, die eben keine Benachteiligung der Anleger ist. Wir alle gewinnen, wenn wir die Gier bei uns selber, aber auch im Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zurückdrängen. Es ist uns alle bewusst, die Gier, die steckt in mir, die steckt in dir, die steckt in dir drin. Das ist, wenn man es religiös nennt, ein bisschen als Erbsünde oder sowas. Die Frage ist, ob man die Gier kultivieren, und mir kommt vor, dass man es derzeit kultivieren, oder ob man es auf ein gesundes Maß zurückdrängen. Und die Jungen sagen sehr klar, es ist Gier, wenn ich ein ausreichendes Einkommen habe, aber nächstes Jahr muss ich mehr verdienen. Es ist Gier, wenn wir eine tolle Wirtschaft haben, die floriert, nächstes Jahr müssen wir mehr produzieren. Das geht ins Chaos rein. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe, dass wir auf der einen Seite auch die Politik fordern und uns in der Diskussion einbringen, so von der Gierkonstruktion auch in den Gesetzgebung zur Vertrauenskonstruktion hinkommen. Aber wir müssen sich wohl jeder selber auch bei der Nase nehmen, dass wir letztendlich selber sagen, wo stehen wir, wo wollen wir hin, weil in Summe werden die Werte nur so stark sein, als in Summe bei uns in allen drinnen sein. Ich glaube, also genau um diese Dinge geht es und die Initiative geht in diese Richtung. Ich kann nur Dankeschön sagen und gratulieren dazu, aber es braucht die Kraft unserer aller. Ich glaube, es gibt ein ganz einfaches Verfahren, um drauf zu kommen, ob man gerade auf der Gierwelle sitzt oder auf was anderem, Geld oder Leben. Das kann man sich ganz einfach fragen bei Entscheidungen. Geht es mir ums Geld oder geht es ums Leben? Geht es um die Liebe? Geht es um die Beziehung? Geht es um die Zukunft? Geht es um die Kinder? Geht es ums Lachen, um die Freude, ums Spielen oder ums Geld? Und damit ist die Entscheidung dann oft sehr einfach, glaube ich. Wenn man sich das angewöhnen würde, in Entscheidungssituationen das einzukalkulieren. Bevor der Heini jetzt das Schlusswort spricht, möchte ich aufmerksam machen auf eine Aktion, die vom Heini ausgeht, eine parlamentarische Bürgerinitiative betreffend allgemeine Freiheit der direkten Kreditgewährung. Das ist ein Zettel, da liegen, viele dieser Zettel liegen in diesem Raum und er wird dringend gebeten, die mitzunehmen, Unterschriften zu sammeln und dann an den Heini bzw. an diese Adresse hier zurückzuschicken. Gut, nähere Auskünfte dann nachher. Wie gesagt, es ist wichtig, dass sich da wirklich viele Leute beteiligen. Ich glaube, es braucht 500 Unterschriften, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das sollte doch eigentlich an dem Abend fast schon zu schaffen sein. Ja. Gut, schauen wir mal. Gut. Vielen Dank und Heini, dein Schlusswort. Es hat schon wer gesagt, dass da heute eine besondere Energie im Raum ist. Und es haben mir etliche gesagt, der Heini ist der richtige Mann. Und ich finde, ihr spürt es, mir macht das eine Freiheit. Auf
Aber es ist keine Koketterie, wenn ich sage, ohne euch stand die ganze Blöd da. Und damit sind wir dort, wo wir hinkehren. Wir sind das Volk. Und ein bisschen haben wir heute, glaube ich, so eine Idee gekriegt davon, dass das eine große Kraft sein kann, eine große Kraft ist. Und ich glaube, wir sollten dieser Kraft uns bewusst werden in Bescheidenheit und Demut, weil wir sind es, die es angehen müssen. Danke, Alfred, für deinen Satz von der Gier. Ich glaube, dass das Geld der erfolgreichste Sklavenhalter der Weltgeschichte ist. Und die Marie von Ebner-Eschenbach hat es einmal so gesagt, die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. Und das glückt unserem System mit dem Bindemittel Geld ganz hervorragend. Es hat die Frage gegeben, was wir machen können. Und ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Die Unterschriften für diese parlamentarische Bürgerinitiative, da brauchen wir eben 500. Es sind haufenweise die Zettel, bitte heute noch unterschreiben. Wir möchten das gern nächste Woche noch dem Parlament übergeben. Zweite Möglichkeit, wie wir zusammenhelfen können. Wir konnten, und da möchte ich euch bitten, das an gea@gea.at und betreff Selbstanzeige. Die Idee ist ungefähr so, ich borge in Hans 30.000 Euro. Es darf nicht 500 sein, ist zwängig. Es müssen ungefähr 30.000 sein. Der Hans zahlt mir für eine Woche die Zinsen. Dann gibt es weiter im Biohof ein Gleitner, der zahlt wieder die Zinsen. Und so schickt man das in Kreis und wir kriegen dann hoffentlich 100, 200, 300 Firmen zusammen, die von der FMA verfolgt werden. gea@gea.at betreff Selbstanzeige. Ein ganz wertvolles Instrument ist aber auch die Stille. Ich finde, in einem modernen Haushalt geht es ununterbrochen zu, von Radio, Arbeit, Geschäft, Kontakte und was Gott was. Und ich glaube, die einzige Chance, irgendwie in Kontakt mit seinem Inneren zu kommen, ist die Stille. Und da habe ich vor genau 10 Jahren einen Satz auswendig gelernt vom Buddha, den ich mir seit damals fast jeden Tag in Stille vorsage. Bitte darf ich den sagen. Er ist vom Buddha. Ich habe auswendig gelernt bei der Wanderung vom Jakobsweg vor 10 Jahren. Im ersten Absatz geht es irgendwie um das, dass er sagt, Selbstbeschränkung ist keine Strafe. Im Gegenteil, es macht frei. Die Selbstbeschränkung führt zu keinem Wahn. Im Gegenteil, sie führt zur Wahnerlöschung. Und da fantasiert er so dahin, dass wir eigentlich zum Leben nicht viel brauchen und wenn wir mehr weggelassen, werden wir freier. Und den zweiten Absatz möchte ich jetzt sagen. Aber gäbe ich mich dem Erwägen und Überlegen zu lange hin, so würde mein Körper ermüden. Beim müden Körper mein Herz matt werden und das matte Herz ist fern der Selbstvertiefung. Da fasste ich denn, ihr Mönche, mein Herz innig zusammen, beruhigte es, einigte es, festigte es. Und warum das? Damit mein Herz nicht matt werde. Dankeschön.
Wir haben, glaube ich, fast jeden Sessel leer hingelegt. Ja. Und irgendwie ist ein Lieblingslied von mir, es heißt Donna Nobis Pacem und es ist ein Kanon in drei Stimmen. Ja, möchte ich vielleicht dazu sagen, warum ich den Kanon so gern singe. Ist jetzt so, ich glaube, es ist ganz was Maßgebliches in unserem Leben, dass wir uns bemühen und an unserem Bemühen können wir als Menschen erreichen. Und trotz alledem müssen wir es würdigen, dass vieles nicht in unseren Händen liegt. Das, was wir haben, ist das Bemühen. Und dann gibt es immer nur einen geschenkhaften Anteil, wenn Dinge uns glücken. So wie es ein Geschenk darin sieht, wie schön der heilige Abend mit euch war. Und jetzt heißt dieses Lied, gib uns Frieden, und irgendwie möchte ich den Himmel bitten, dass er uns weiter begleitet und möchte das mit euch singen.